Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge Rogue Legacy. Wir sind mit dem Hokage unterwegs. Sir Charles heißt er. Level 40 mittlerweile. Wir werden sehen, wie gut er sich schlägt. Ach, ich hab vergessen, dass ich dieses... nein, nein. Verdammt! Verdammt! Ich hatte auch die Münze, um da ohne Geldverlust passieren zu können. Das hätte ich natürlich nutzen können, um mir mal was... Moment, was war das? Okay, der ist ein Hypochonder. Und you fart a lot. Also er furzt sich einen ab. Und das ist ein Hypochonder und man sieht nicht, wie viel Schaden er bekommt. Beim Treffer zumindest nicht. Weil er denkt, dass er unheimlich viel... Sag mal, ist das nicht hier unfair? Das ist doch unfair bis fies, oder? Habt ihr das jetzt gerade gesehen? Vielleicht hätten wir eigentlich wieder fliegen können. Das wäre wahrscheinlich die Lösung gewesen. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, sonst ist der... Sonst ist der Ausflug hier mein... Der Ausflug hier schnell vorbei, wollte ich sagen. 108 Lebenspunkte sind auch nicht wirklich viel, ne? Oh. Ja, ich mach das aber mal. Ja. Ja, wieder den in der Mitte. Nothing! Egal. Defeat all enemies. Das ist doch meine kleinste Übung. Das wird noch zum Running Gag. Wir werden es noch sehen. Der furzt hier echt. So, seht ihr? Hab kein Problem. Ach, da war noch was. Wo? Ach du. Eine Rune. Eine Balance-Rune. Take no damage. Das allerdings wiederum ist... Na, das ist... ich weiß nicht. Jetzt krieg ich schon 12 Lebens... 12 Gold. Ja. Man muss, wenn man kämpft, stets in die richtige Richtung drücken. Sonst wird man... hier nichts erreichen. Das sage ich jetzt mal, ein Hulk-Guard. Sieht auch aus wie der Hulk. Aber das hilft ihm auch nichts. Wow. 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 Ich verfurz mich. Aber ich glaube, und ich könnte natürlich... Ja, ach komm, vergiss es. Ey, kein Bock auf die Scheiße. Bin ich Iron Man? Ich bin Fart Man, ja, aber ansonsten... Nee. Auf jeden Fall kriege ich jetzt 12 Gold, weil ich schlauerweise... Habt ihr das gesehen? Wie cool war das denn? Weil ich schlauerweise investiert habe in diesen Gold-Skill. Und das hätte ich schon viel früher tun sollen, wahrscheinlich eher noch als die... Charon-Geschichten. So, ich würde ja gerne. Aber bei den Lebenspunkten traue ich mich nicht richtig.
Ah, das könnte sich jetzt aber bald ändern. Ah, okay. Ja. Ich weiß ja nicht, was sagt ihr? Wollen wir uns dann dem Endgegner mal stellen? Also dem kleinen Endgegner. Wir haben Full HP. Kidder. Oh. Ah. Nee, das war nix. Ich glaube, da brauchen ein paar Lebenspunkte mehr als 108. Schade. Kein besonders toller Run. Paladine und so weiter. Naja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüssi.